Hat VeChain Konkurrenten, die ihnen im Long Term gefährlich sein könnten? Ja, Phantom zum Beispiel. Also Phantom spielt ja auch auf die Fälschungssicherheit in Produktlieferketten ab. Ich weiß, ob es jetzt ein direkter Konkurrent ist, weiß ich nicht unbedingt. So stark habe ich das jetzt nicht miteinander verglichen, aber die spielen auf jeden Fall auf dieselbe Schiene ab. Ja, aber ansonsten denke ich nicht. Also ich denke, die VeChain-Technologie wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Das ist ja auch nicht komplett das Gleiche, was sie machen. Ja, also bei Phantom ist es zum Beispiel so, die afghanische Regierung benutzt das schon um Fälschungssicherheit in Arzneimittellieferketten zu gewährleisten. Dafür haben sie es auch schon benutzt. Sehr, sehr geil. Während das bei VeChain eher so, glaube ich, aktuell die Produktlieferketten waren oder auch in der Automobilindustrie. BMW zum Beispiel ist ja auch Partner. Um das mal zu vergleichen, quasi ein Auto, das die VeChain-Technologie hat, da wäre es zum Beispiel nicht möglich, am Tacho rumzuspielen, weil du kannst über die Technologie einfach auslesen, wie viel Kilometer das jeweilige Auto tatsächlich gelaufen ist. So, und das finde ich ist eine sehr, sehr geile Sache. Das hat Zukunftspotenzial und ist definitiv ein Problem, das in der echten Welt gelöst wird. Deswegen finde ich VeChain so interessant, weil ich bin selber damit auch schon mal reingelegt worden. Habe mir ein Auto gekauft, das war mit 70.000 Kilometer angetrieben. Keine Ahnung davon, also von Autos ja, aber nicht, dass ich da irgendwie ein Gutachten erstellen könnte. Nee, da stimmt irgendwie was nicht. So tief ist es nicht. Und letztendlich sind es 170.000 Kilometer gewesen und ich hätte eigentlich mindestens 5.000 Euro weniger für dieses Auto bezahlen müssen. Und solche Geschichten, die lassen sich durch eine VeChain-Technologie nämlich vermeiden. Und deswegen, das finde ich sehr, sehr geil. Wie viel VeChain braucht man, um Millionär zu werden? Das kann ich dir nicht sagen. Also, das hängt natürlich davon ab, wo der Preis hingeht. Ja, ist. Bei 50 Cent schon Schluss. Geht es bis 1 Dollar, sind sogar 5 Dollar möglich im Long Term? Das kann natürlich keiner sagen. Also 1 Dollar bis so 2025, 26 halte ich für nicht unrealistisch. Die Technologie muss natürlich erstmal vernünftig Anwendung finden und dann müssen Großinvestoren auch an den Markt kommen, das Potenzial zu schätzen wissen und dann sind solche Preise möglich. Ja, also Frage ist natürlich, wie viel ist das Geld auch bis dahin dann noch wert? Ja. Also, kann ich dir nicht sagen. Aber ich denke, wenn du im sechsstelligen VeChain-Bereich sein solltest, dann bist du schon ziemlich gut abgedeckt.